So, alle zusammen, ein herzliches Willkommen, diesmal nicht aus Schifferstadt Bildungswerk Live, sondern aus München, aus meinem WG-Zimmer. Und zwar machen wir heute eine Session Bauchbeine Pro, und zwar komplett ohne Equipment. Wir brauchen nur die Matte und da brauchen wir auch nicht mal Schuhe, also macht ihr so, wie ihr am besten möchtet. Ich mache es heute sockig, einfach um meine Füße auch mal so ein bisschen mehr damit einzubinden. Aber genau, jeder, wie er es am liebsten mag, stellt euch auf die Matte. Wir legen auch direkt los. Und zwar fangen wir an, wie öfters. Und zwar am ersten laufen wir mal ganz locker auf der Stelle. So, dann nehmen wir mal die Arme ein bisschen mehr mit, nach oben und auch die Knie weiter hoch. Und dann werden wir da auch immer schneller, immer dynamischer in der Bewegung. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Wir gehen nach vorne, ich gehe mal hier auf die Seite. Nehmen die Arme mit und kommen mit der Ferse auf. Arme immer schön hochnehmen, nicht zu hoch. Schlüsselbeinhöhe und Ferse vorne aufstellen. Auch hier, sobald ihr sicher seid, werdet ihr einfach immer schneller. Sind wir hier noch beim Warm-up. Wir fahren den Kreislauf hoch, damit wir später richtig ready fürs Workout sind. Auch hier noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, wir gehen direkt in die Rückwärtsbewegung. Arme gehen nach hinten, Fuß tippt nach hinten. Und das Gleiche, tastet euch erst ran und dann immer schneller und dynamischer werden. So, sehr gut. Und auch hier 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Wir gehen nochmal über die Seite. Also Tipp, abwechselt den Fuß rechts und links auf die Seite und nehmt die Arme schön mit hoch. Schlüsselbeinhöhe. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Achtung, Arme kommen ganz mit hoch. Sieben, sechs, fünf, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Ausschütteln. Wir ziehen unser oberes rechtes Bein nach oben an unseren Körper und machen jeweils Kreise mit unserem Fußgelenk, um das aufzuwärmen. Das ist sowieso wichtig, aber vor allem noch wichtiger, wenn ihr ohne Schuhe mitmacht, barfuß oder sockig. Locker lassen. Anderes Bein hoch und kreisen. Sehr gut. Und locker lassen. So, wir machen unsere Arme nach oben, kommen ganz gerade, beugen uns über vorne nach unten, gehen hier in die Hocke und kommen wieder hoch. Also über seinen Ball rüberbeugen, in die Hocke kommen und hochkommen. Wie über den Ball nach unten, Hocke zieht euch hoch.
Bei der Übung werden ganz viele Muskeln beansprucht. Und die ist ganz gut, um den Körper nochmal so richtig aufzuwärmen. So, jeder noch drei. Und stopp. Sehr gut. Wir sind fast fertig mit dem Warm-up. Wir machen nochmal, um komplett warm zu werden und gleich loszulegen, 45 Sekunden Jumping Jacks. Wir haben die leichte Variante. Arme gehen ganz hoch und wir tippen einfach nur von Seite zu Seite. Oder ihr geht in den Sprung. Achtet dabei darauf, dass die Knie schön nach außen zeigen. So, Timer 45 Sekunden. Wir legen los in 3, 2, 1 und los geht's. Nehmt die Arme schön mit hoch. Sehr gut, die letzte noch. Knie zeige ich schön nach außen. Und stopp. Sehr gut. So, jetzt sind wir richtig warm. Jetzt legen wir los. Ich habe verschiedene Übungen. Die werden meistens rechtes Bein, linkes Bein, rechte Seite, linke Seite gemacht. Ich mache sie euch einfach vor, ganz easy. Macht ihr einfach nach. Unsere Übungen heute gehen 30 Sekunden. Und genau, wir legen los. Und zwar mit Ausfallschritten nach vorne. Wir beginnen mit dem rechten Bein. Am besten, ihr nehmt eure Arme hoch an den Kopf und zieht auch schön den Bauch an, damit auch einmal die Bauchmuskeln aktiviert werden. Ausfallschritt nach vorne. Achtet darauf, dass das Knie über der Ferse ist und runter, zurück. Weiter mit rechts. Tief und zurück. Zack, genau. Wir legen los. Achtung. 30 Sekunden. 3, 2, 1. Und los geht's. Hälfte haben wir schon. Bauchmuskeln schön aktivieren. 10 Sekunden noch. Und die letzten. Und stopp. So. Es geht weiter mit einem Squat mittig. Beine Hüften auseinander, so wie ihr ihn kennt. Guckt, dass eure Knie 90 Grad erreichen. Genau, Achtung und los geht's. Sehr gut. Letzten 10. Und letztes Mal. Hochkommen. Stopp. Sehr gut. So.
Gleiche Geschichte wie gerade eben. Und zwar gehen wir nach links diesmal. Also links nach vorne beim Ausfallschritt. Achtung, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Links nach vorne. Sehr gut, 5 Sekunden noch. Und stopp. Super. Als nächstes haben wir das gleiche, nur rückwärts. Wir fangen mit rechts an. Und zwar haben wir eine Reverse Lounge nach hinten. Und wir halten die. Einfach tief bleiben und halten. Achtung, es geht los in 4, 3, 2, 1. Nehmt die Position ein und wir halten hier einfach. Guckt, dass das Knie bei der Ferse ist. Spann schön die Bauchmuskeln an. 10 Sekunden noch. Immer schön pulsen. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Und das gleiche machen wir auf links. So. Links zurück, nehmt eure Position ein. 3, 2, 1 in die Lounge. Nach hinten und pulsen. Zehn Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1 und hochkommen. Sehr gut. Machen weiter mit einem Deep Squat Hold. Also wir gehen weit auseinander wie beim Sumo Squat. Gehen tief runter, pulsen 1, 2, 3, kommen hoch. Pobacken. Schön anspannen, runter. 3, 2, 1 und hoch. Achtung, Timer läuft. Also, wir sind oben, runter. 3, 2, 1, kommt hoch, runter. Hälfte haben wir. Und noch einmal runter, 3, 2, 1 und kommt hoch. Sehr gut. Es geht weiter mit Glute Bridges. Dafür hole ich euch mal ein bisschen weiter runter. Wir machen hier Bauch, Beine und Po. Glute Bridges. Wir legen uns auf unseren Rücken und spannen sozusagen die Beckenbodenmuskulatur an. Wir setzen die Füße schön auf, schön in den Boden stemmen und dann fangen wir hier an, und zwar beugen wir sozusagen unser Becken und rollen hoch und halten hier oben. Es soll alles angespannt sein, alles schön gerade. Und halten diese Glute Bridge für 30 Sekunden. Achtung und los geht's. Wir rollen Wirbel für Wirbel hoch und wenn wir oben sind, stemmt die Füße in den Boden, spannt Beckenboden und Popo an. Und wir verweilen hier. Schön die ganze Zeit Druck, Spannung bewahren. Noch ungefähr 5 Sekunden. 3, 2, 1. Und absetzen. Wir bleiben unten auf der Matte
und machen diese Glute Bridge und gehen dabei mit dem rechten Bein hoch und halten das in der Tabletop Position oben. Also wir rollen, rollen, rollen hoch. Sobald wir einen stabilen Stand erreicht haben, geht unser Bein in die Tabletop Position. Entweder ihr haltet das hier oder wir tippen ab währenddessen. Okay, also 30 Sekunden starten jetzt. Rollt hoch, stabiler Stand, Bein geht nach oben. Entweder halten oder wir tippen es ab. Und wenn wir es abtippen, dann bitte auch schön den Popo oben lassen. So. Wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Sehr gut. Wir haben jetzt genau dieselbe Geschichte auf links. Glute Bridge, linkes Bein entweder halten oder absetzen. Okay, legt euch ab. Der Timer startet in 3, 2, 1 und los geht's. Kommt nach oben, linkes Bein hoch, stabiler Stand. Und wenn ihr möchtet, abtippen. Sehr gut. Wir haben noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Okay, super. Es geht weiter. Und zwar mit dem Rainbow Kick rechts und links. Dafür gehen wir in den Vierfüßler. Und gehen ein bisschen, also sehr weit vor an die Matte, damit wir hier hinten in meinem Fall auch genügend Platz haben. Und starten mit dem rechten Bein. Rainbow, weil wir hier im Halbkreis uns bewegen. Also wir gehen im Halbkreis auf die linke Seite und einen großen Bogen, Halbkreis auf die rechte Seite. Tipp. Und zurück. Hier schön auf den Popo fokussieren. Und die Spannung im Po und in den Bauchmuskeln so gut wie möglich halten. So, ich schmeiße uns den Timer an. 3, 2, 1 und los geht's. Rechtes Bein startet. Große Bewegungen. Sekunden noch. Und stopp. Sehr gut. Wir machen den mit dem gleichen Bein bleiben wir oben und pulsen hoch. Hier geht es nicht darum, hier weit hochzukommen, weil es nichts bringt, sondern einfach nur diese kleinen Bewegungen hier hinten schön auf Spannung. Wirkt am meisten aus. Also, Timer startet, gleiches Bein, 30 Sekunden. Und wir pulsen hier nach oben. Schönes Bein durchstrecken, schön die Spannung auf dem Bein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen Arm runternehmen. Zehn Sekunden noch. Fünf. 4, 3, 2, 1 und stopp. Sehr gut. Rainbow Kick mit dem linken Bein. Achtung, wir legen direkt los. 30 Sekunden laufen. Große Bewegungen. Versucht, dass euer Becken dennoch gerade bleibt und nicht kippt. Zehn Sekunden noch. 3, 2, 1 und stopp.
Achtung, halt das Bein gerne oben. Ich habe direkt 30 Sekunden angemacht und wir pulsen unser Bein. Entspannt euren Nacken. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und runterkommen. Sehr gut, setzt euch kurz nach hinten ab. Klopft kurz aus. Genau, wir sind jetzt schon relativ am Ende angekommen. Es gibt noch ein paar Übungen für den Bauch. Und zwar gehen wir nochmal in die Glute Bridge wie gerade eben. Also wo wir hier auf dem Rücken lagen. Und wir sind hier oben gewesen. Und die entweder ihr macht gerne nochmal die Glute Bridges oder wir machen jetzt eine Glute Bridge, indem wir unser Bein lang lassen, runtergehen und hoch. Runter und hoch. Einmal mit rechts, einmal mit links. Also 30 Sekunden rechts Bein, 30 linkes. Achtung, wir starten in 4, 3, 2, 1 und los geht's. Bein ausstrecken und runter. Wir haben noch 2 und absetzen. Sehr gut. Achtung, wir gehen direkt ins andere Bein. 4, 3, 2, 1. Timer läuft. Linkes Bein hoch und runter hochkommen. Ihr müsst gucken, welcher Winkel vom Bein für euch am meisten Sinn macht und wo ihr es am meisten spürt. Ich gucke mal kurz auf den Timer. Und wir sind schon drüber und absetzen. Sehr gut. So. Es gibt jetzt noch ein paar Übungen, die nur für den Bauch sind, einfach zum Abschluss. Bauch machen wir meistens am Ende. Wir bleiben genau in der Position, unsere Beine, unsere Hände stützen sich nach hinten ab und wir ziehen unsere Knie an und strecken sie aus. Anziehen, ausstrecken. 30 Sekunden, Achtung und los geht's. Und zieht sie richtig schön an den Oberkörper ran. Zehn noch. Vier. Und stopp. Super. Selbe Position und zwar Fahrradfahren. Immer in abwechselnden Circle Motions. Achtung! Und der Timer läuft. Große Bewegungen. Gerne schneller, gerne langsamer. So. Wir haben noch knapp 10 Sekunden. Bringt nochmal ein bisschen Tempo rein. Und stopp. Sehr gut. Wir gehen in die Plank Position und haben 30 Sekunden Bergsteiger. Das heißt, wir gehen hoch in die Plank und sind hier schön gerade. Entweder ihr haltet die so oder wir
winkeln jeweils unser Bein rechts oder links an. Achtung, Timer läuft in 3, 2, 1 und los geht's. Jeweils abwechselnd rechts und links anziehen. Zehn Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins und absetzen. Sehr gut. Wir haben die letzten drei Übungen. Wir haben vier Übungen. Und wir versuchen jetzt, weil jede Übung 30 Sekunden geht, einfach durchzuziehen und 2 Minuten die Plank zu halten. Wir fangen an in der Plank wie oben, gerade. Ich nehme euch einfach mit. Beiß nochmal schön die Zähne zusammen. Letzte Übung für heute. Achtung, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Erstmal hier 30 Sekunden halten. Bauch schön anspannen, Popo schön runter, Nacken in Verlängerung zum Körper. So, 10 Sekunden haben wir noch. Wir gehen gleich runter auf den rechten Arm. In 3, 2, 1. Seitliche Plank auf dem rechten Arm. 30 Sekunden. Sekunden noch. Wir wechseln gleich rüber nach links. In 5, 4, 3, 2, 1. Einmal umdrehen. Linke Seite. Vorletzte Übung. Popo schön anspannen, Bauch schön anspannen. Hälfte haben wir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung und einmal 30 Sekunden. Beide Unterarme runter. Zähne zusammen. Letzte Übung für heute. Wir haben noch 20 Sekunden. Popo schön tief. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Dehnt euch nach hinten aus. Sehr gut. Über vorne. Nochmal in den nach unten schauenden Hund. Kommt auf die Matte, runter auf den Boden zum Cooldown. Beine zusammen, Füße zusammen. Und wir gehen hier in den Schmetterling. Wippt eure Oberschenkel. So war eine gute halbe Stunde. Sehr gut. Achtung, wir gehen auf die Füße, beugen uns vorne über. Schön hier in die Dehnung gehen. Und wir kommen Wirbel für Wirbel oder mit geradem Rücken nach oben. Ich nehme euch noch mal kurz nach oben mit. Wir dehnen noch kurz unsere Arme und Hände aus.
Rechter Arm zur Seite. Dreimal tief ein- und ausatmen. Wir wechseln zur anderen Seite. Und lassen locker. Schüttelt eure Beine aus, schüttelt eure Arme aus, kreist die Schultern ein paar Mal nach hinten, ein paar Mal nach vorne. Und schüttelt euch ein bisschen aus. Sehr gut. Eine halbe Stunde am Morgen, 9 Uhr bis 9.30 Uhr. Ich hoffe, ihr startet jetzt fit in den Tag. Und genau, das war es von mir aus München für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, seid fit und aktiv und bleibt gesund. Liebe Grüße, tschüss!